Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Quiz. Heute mit dem Geisttypen. Und wie man sieht, habe ich das einfach mal auf 10 Minuten reduziert, weil es gibt halt nur 62 Geist-Pokémon und ich finde, eine Viertelstunde ist da zu lange. Wir gehen durch, gucken, wie lange wir brauchen, aber ich denke nicht, dass wir so lange, also dass wir da auch wirklich die Viertelstunde brauchen würden, deswegen, ne? Selbst wenn Baby die Pokémon hat, aber es sind 62 einfach nur, ne? Also muss jetzt ja mal auch mal ein bisschen realistisch sein, ne? Gello! okay. Wir haben natürlich Kanto durch. In Johto gibt es Traunfugil. Oh. Traunfugil. Und Traunmagil. Fun Fact: In Johto wurde Traunfugil eingefügt. Es gibt eine Geisterarena. Und in der Geisterarena gibt es kein Traunfugil. Es gibt ein Ninjatum. Gibt es? Es gibt ein Ninjatum. Okay. Es gibt Zwirrlicht, Zwirrklob und Zwirrkünst. Okay. Dann gibt es Okripuk. Okay. Soll ich gesprochen haben? Let's go. Es gibt Rotom. Rotom. Arceus. Amigendo. Okay, Moment. Gibt es so viele Ultrabisse mit dem Geisttypen? Es gibt Koplosio. Okay. Okay, jetzt die Ultrabisse haben wir dann. Kann auch so viel kommen. Holy shit, okay. Von Kaweo gibt es keine Form. Bei Form sind noch so. Okay, Hisui. Hisui gibt es Tor. Nupto. Ja. Es gibt Zorua und Zoroark. Okay. So, das war's schon mit dem Anfang. Wir sind einmal durch. Nee, stopp. Lichte, Skelabra und Laternecto. Stimmt, ich habe Unova und Carlos dazu übersprungen, ne? es gibt Durengard, Gramokles und Duokles. Okay. Dann haben wir schon ein bisschen mehr, sagen wir mal, ne? So. Ein bisschen mehr haben wir. Aber nur ein bisschen. Ja. Okay, in Höhen. Es gibt Zubiris. Also klar, es gibt natürlich wenig Geist, aber übrigens Geist gerade echt ein schwerer Typ, ne? Also. Es gibt Frostetia. Mein Gott, Chucky! Was gibt's denn noch in Onova? Carlos. Was gibt's in Carlos? Oh, es gibt Paragoni und Tromborg.
Dann gibt's Irbis und Pumpkin. Gut. Alola, gibt's noch Sevaro? Sevaro. In Gala gibt es Mimikma, nicht Gala, aber es gibt Mimikma noch. Aber ich verbinde irgendwie, also irgendwie ist für mich Mimikma Quatsch, irgendwie für mich mehr zu Gala als OSS. Ist, ja, egal. Was gibt's noch in Gala? Den Drachen. Den Kroldra. Kapultra. Fandra. Phantoros und Koronospa. Okay, haben wir das. Was gibt's denn noch in Hisui? Salmagnus! okay. Gibt's irgendwelche Legendären noch? Giratina. Ein Schibetaner. Das ist die meisten. Ich wollte sagen, die meisten Geistpunkte sind einfach nur Geist, aber stimmt ja gar nicht, ne? Ich weiß nicht, welche Duotypen noch. Gibt's einen Geist normal zu Rohr? Und zu Rohr. Geist und Wasser? Das Rote. Also, es ist keine Geist, sondern das ist Rote Rohrschwer Elektrone. Es gibt Apokalyp und Quappel. Geist und Pflanze haben wir Tromborg. Geist und Feuer haben wir Skelabra. Geist und Elektro. Rotom halt, aber Geist und Elektro. Geist und Eis haben wir Frostedje. Geist und Golgantes. Golgantes und Golbit. Geist und Flug. Was gibt es für ein Geist und Flug? Geist und Flug. Den Geist und Flug, den wollen wir im. Oh. Driftlon und Driftsepeli. Nice, sinnlos aufwärtig, sehr schön. Geist und Kampf, ja, mach Shadow, ne? Geist und Gift. Gibt's denn Geist und Gift, Mann? Also klar, Gengar und so, ne? Aber das nicht, glaube ich, ne? Geist und Psycho. Lunala. Ist ja natürlich auch Lunala und die Cosma Fusion dazu, ne? True. Geist und Unlicht haben wir Krippuk. Das war's, glaube ich. Geist und Käfer haben wir Ninjaturm. Geist und Gestein. Geist und Stahl haben wir Durngard. Geist und Drache. Katapulta haben wir halt und Giratina. Geist und Fee haben wir mit Migma. Okay, lass mal überlegen, was gehört noch in nach Höhen. Chappet, Banett. Galar wäre auch noch ganz geil, ne? Och, na toll. Ich, na toll. Corazon und Gorgason. Gorgason. Knogger. Ich will nicht gerade noch irgendwelche Form mit Geist.
Okay. Jetzt ist. Ja, Galabin auch ganz cool, aber was gibt's denn noch in. Die Tasse. Fata Morgana. Licht Tee. Und Mor. Die Boot. Ja! Mord die Boot! Ja, die anderen weiß ich keine Ahnung. Aber ich denke, mit 10 Minuten war das ganz gut, weil jetzt hätten wir es 5 Minuten noch einfach überlegt und nichts zu sagen. Und so, mit den 10 Minuten war eine gute Entscheidung, denke ich. Flamer ist auch generell so, wenn es weniger Pokémon sind, aber ich glaube, Geist ist generell so ein Typ, der echt wenig Pokémon hat. So andere Typen, die ja mehr Pokémon haben, da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit nochmal, aber hier. Oh. Okay, ich sag mal so. Hooper hätte ich drauf kommen können. Ich hab's nur an Unite gedacht und so. Da hätte ich vielleicht drauf kommen können. Aber mache ich nicht so mit Auge, weil Kyogre. Ja, okay, die Form von Kyogre. Sagen habe cooles Sand. Haar vergesse ich irgendwie immer. Auch beim Boot habe ich ihn vergessen, glaube ich, wenn ich die ganz vertue. Ja, auch Maruta. Ganz ehrlich, ist ein Pokémon, da denkt man so überhaupt nicht dran und es ist halt einfach nicht da. ja, gut, dementsprechend bedanke ich mich fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe 57 von 62 Pokémon und ich wünsche euch einen schönen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.